Willkommen zu meinem persönlichen Jahresrückblick 2022 auf meinem Kanal. Ich bin der Henry und zeige euch meine Highlights von meinem YouTube- und Instagram-Account. Los geht es mit meinen 10 Highlights, was mir dieses Jahr so am besten gefallen hat. Ja, auf Platz 10, da wäre das Technikmuseum in Sinsheim. Ja, schön war ja schon die Anreise mit dem Mietwagen. Also wir sind von München, haben uns Mietwagen, durften wir überführen nach Mannheim. Dann anschließend sind wir mit dem Zug nach Sinsheim gefahren, um dann dort das Technikmuseum zu besuchen. Ja, das Highlight natürlich ist, dort sind natürlich sehr viele Autos ausgestellt und verschiedene Sachen, die sonst so mit Technik zu tun haben. Und das absolute Highlight ist natürlich die Concorde. Einmal von der Air France und dann noch einmal von irgendeiner russischen Airline oder so. Die zwei sind da ausgestellt, man kann sogar beide betreten, reingehen und natürlich auch nicht in der Concorde Platz nehmen, aber im Museum, das sind Sitze, wo man drauf sitzen kann, um zu schauen, wieso der Komfort damals war. Gut, auf Platz 9, ja, da durftet ihr abstimmen, wohin die Reise geht. Ich habe ja bei Instagram aufgerufen, ihr dürft immer abstimmen, wo ich aussteige und an welchem Bahnhof ich wieder einsteige und mit welchem Zug ich weiterfahre. Das war sehr schön, ist mir gut in Erinnerung geblieben und es hat auch wunderbar geklappt. Ich bin auch Strecken gefahren, die ich sonst nie gefahren wäre und auch mit Zügen, die ich nicht so ausgewählt hätte persönlich, sondern aber da habt ihr echt eine gute Wahl getroffen. Dann auf Platz 8, das wäre die DB Lounge Tour. Ja, es gibt ja insgesamt 16 Lounges in Deutschland von der Deutschen Bahn, wo man halt seinen Aufenthalt noch genießen kann oder ein besseres Erlebnis hat zum Warten. Und ich habe zwar schon mal alle mir angeschaut, ist aber schon ein paar Jahre her und dieses Mal, da habe ich dann wie so eine Schnitzeljagd, habe ich dann eine nach der anderen mal abgeklappert, um ja, mal zu sehen, wie das ist, wenn man jede einzelne hintereinander besucht. War auch sehr schön, weil da war ich 2 Nächte unterwegs, aber es hat sich echt gelohnt. Platz 7, das war der Tag der offenen Tür in Nürnberg. Das war Mitte, Anfang Oktober. Ja, unter anderem war ich im Max-Grundig-Stadion. Die haben die Türen geöffnet und da war ich anhand bei einer Stadionführung, durfte ich mal auf den heiligen Rasen durfte ich mal betreten. Und sonst haben verschiedene Einrichtungen und Institutionen ihre Pforten geöffnet und man konnte Blick hinter die Kulissen werfen. Was natürlich schön war, woran ich mich gut erinnern kann, war der Straßenbahnsimulator der VAG. Was ich mitbekommen habe, der wurde frisch eingeweiht oder der ist erst wenige Tage alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da kann man natürlich Straßenbahn fahren. Das war richtig geil, weil endlich mal in Nürnberg Straßenbahn selber zu fahren, also einem Simulator, weil ich tue auch gerne regelmäßig zocken. Und es gibt also sehr gerne Simulationsspiele und ja, es gibt einfach keinen richtigen Simulator aus Nürnberg und es war mal schön, wirklich mal Nürnberg in der Simulation zu erleben und es ist immer schön, dieser Vergleich zwischen Realität und ja, Simulation. Bleiben wir gleich bei der Simulation. Platz 6, das wäre einmal das Spiel OMSI, also der Omnibus-Simulator. Da ich so Fan bin oder so jahrelang in Berlin-Spandau unterwegs gewesen bin, weil es ja das erste Add-on war und die erste Strecke, andere Strecken und Add-on kamen ja dann dazu die nächsten Jahre. Das habe ich mir in Berlin-Spandau mal ausführlich und ganz in Ruhe angesehen. Und dann war ich an der Grenze von Berlin zu Falkensee und natürlich auch am Rathaus Spandau. Da habe ich so meine Bilder gemacht und sonst so die eine Straße mit so Häusern, was natürlich auffällt. Also, zu den Plätzen 5 bis 1 kommen wir gleich. Jetzt erstmal im Schnelldurchlauf, welche Videos ich dieses Jahr so produziert habe. Viel Spaß! Angekommen in Kassel-Wilhelmshöhe und zwar, ich muss sagen,
so sieht man sich wieder. Diese Wagen hier, die habe ich ja mal im Flock 28 in Zwickau müsste das gewesen sein. Da waren die abgestellt und da habe ich ja, ich weiß nicht, ob das... Und ja, fand ich auf jeden Fall, ja, so wie halt Talent 2 sich fährt, ja, angenehm und passt, genau. Ja, das ist mir auch aufgefallen jetzt bei der Ausfahrtszene, dass das sich genauso anhört. Also das ist überhaupt kein Unterschied, was ich eigentlich ursprünglich gedacht habe, aber ja. Jetzt sind wir hier in Langnau, dann Petertroda. Und ich habe mir jetzt mal die Stelle herausgesucht, weil die so ein bisschen so ins Auge sticht und so ein bisschen auffällt. Vor allem mit der Brücke und dann noch mit der Rampe und der Treppe hinten. Und dann noch die schöne Schräglage von der Kurve. Ja, das ist jetzt sozusagen die letzte Lounge in Ostdeutschland. Und ja, danach kommt der Süden dran. Absolut, ne? Ab in den Süden. Das ohne hinterher. Eo, was geht? Auf jeden Fall ein gelungenes Überraschungsmoment. Das war die Vlog-Folge 25 Weltenbummler von Mailand nach Amerika. Minion Deutschland Tour. Henry und Corinna, wenn ihr da seid, dann kommt auch mal kurz zu uns runtergereist. So, endlich angekommen an der Stelle, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und lange drauf jetzt im Urlaub gewartet habe am letzten Tag. Apropos gewartet, ich habe jetzt noch lange gewartet, bis dieser Wind endlich mal einigermaßen aufhört. Aber ja, man hört ihn immer noch. Ah, ich hasse diese Reisen bedeutet, klar, heute die ganzen Intercity 1 Fahrten, zuerst mit den schönen Sitzen, also den modernisierten Sitzen und dann natürlich von Rostock bis nach Halle. Das waren ja diese schönen plüschigen Sitze. Sehr bekannten Fotostelle in Ludwigstadt angekommen. Und zwar an der Trogenbachbrücke. Ja, das Licht steht perfekt. Es sind kaum Wolken da. Jetzt dürfte dann nur noch der Verstärker zukommen. Ein paar kleine Zahlen. Also, Kilometer. Gesamt zurück habe ich gelegt, das waren 126.952 Kilometer. Umgerechnet. Also ich muss sagen, so mein erster Eindruck von dem ganzen Zug ist ganz okay. Beschleunigung ist so gut wie bei uns der Vectron RE, der auf dem RE19 fährt von Nürnberg nach Sonneberg. Und ja, ist einfach geil, also hat schon ein bisschen was fast wie von der S-Bahn, so von der Beschleunigung. Jetzt geht's dann wieder zurück nach Ulm. Kommen wir nun zu den Plätzen 5 bis 1. Auf Platz 5, woran ich mich noch gut erinnern kann, ist der Batteriezug, der Anfang des Jahres zwischen Pleinfeld und Gunzenhausen gefahren ist. Auf Platz 4, die 9-Euro-Ticket-Verstärkerzüge. Da es aufgrund des 9-Euro-Tickets ein hohes Fahrgastaufkommen gab, gab es einige Verstärkerzüge, die die anderen Züge, die planmäßig verkehrt sind, entlastet haben. Unter anderem auf dem RE1 zwischen München und Nürnberg gab es einen, der die Strecke ohne Halt gefahren ist. Der ist allerdings nicht über die Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt gefahren, sondern hat einen Umweg genommen über Treuchtlingen. Einmal bin ich sogar mitgefahren, das war von München über Ingolstadt, das Altmühltal, Treuchtlingen an Schwabau vorbei und über den Güterring bis nach Fürth, da es in Nürnberg Hauptbahnhof Bauarbeiten gab. Und dann gab es ja noch den RE 42, zwischen der fährt von Nürnberg nach Leipzig. Der war auch sehr beliebt, dass es da auch einen Verstärkerzug gab. Und der ist immer Freitag, Samstag, Sonntag gefahren. Früh in Leipzig los, dann ist er so gegen Mittag in Nürnberg angekommen und dann wieder zurück nach Leipzig gefahren. Den konnte ich auch einige Male fotografieren, auch unter anderem auf der Frankenwaldbahn. Platz 3. Das war das Spotten an der Vogelfluglinie, unter anderem auch in Fehmarn. Ja, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass einmal diese Gumminase gefahren ist. Ja,
Bis Ende 2016 sind ja noch die ICE-TD gefahren zwischen Hamburg und Puttgarden, beziehungsweise weiter nach Kopenhagen. Und dann wurde umgestellt nur noch auf diese Intercity, also auf Intercity 3. Das sind dann diese Gumminasen, die sind dann den ganzen Weg gefahren. Auch wurden auf die Fähre verladen und dann dieses Jahr sind dann die zum letzten Mal gefahren im Pendel zwischen Puttgarden und Hamburg. Die konnte ich dann noch mal einige Mal aufnehmen, sowie natürlich auch so das Spotten an der Strecke. Unter anderem den Strandexpress mit der 218 und den Doppelstockwagen und dann noch die eine Intercity-Garnitur, die zwischen Hamburg und Fehmarnburg gefahren ist. Dann Platz 2. Ja, das war die Fahrt mit dem Intercity 2216 von Offenburg nach Greifswald, der einmal komplett durch Deutschland fährt, diese 1300 Kilometer, was das sind. Und ja, leider haben wir es nicht bis Greifswald geschafft, da wegen zu hoher Verspätung schon in Stralsund geendet ist. Aber wir haben uns dann noch ein schönes Highlight ausgesucht. Das war dann noch der Sonnenaufgang am nächsten Tag in Binz. Das war auch schön, den mal ja, live zu erleben, wenn man mitten in der Nacht aufsteht und dann einfach sieht, wie es heller und heller wird. Und dann nebenbei hat man noch das Strandfeeling, wenn dann die Wellen rauschen, wenn die Wellen rauschen und dann den Sand dann, ja, das ist sehr schön. Auf Platz 1, ja, das war natürlich das Mittelfränkische Jugendfilmfestival, wo einer meiner Filme sogar präsentiert war, den ich da eingereicht habe und der gezeigt wurde, und zwar nicht in irgendeinem Jugendhaus oder Jugendclub oder so, sondern im Kino. Und zwar auf der Großbildleinwand. Ja, das war wirklich totale Ehre. Also ich denke mal, jeder Creator macht ja Filme für das und das. Und ja, und ich fand es einfach schön, dass mein Film ja, auf dieser sehr, sehr großen Leinwand gezeigt wurde. Und das ist, man kann es kaum in Worte schreiben, mal seinen eigenen Film nicht wie sonst immer auf dem Handy zu sehen oder auf dem Tablet oder mal am Fernseher vielleicht, sondern mal ja, im Kino. Das war ja das absolute Highlight und das wird man nicht so toppen können, ja. Gut, ja, apropos Highlights, das waren meine 10 Highlights jetzt von diesem Jahr, was mir gut in Erinnerung geblieben ist und was mir natürlich sehr gefallen hat. Ja, damit wären wir schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dann gerne ein Like da. Und damit wünsche ich noch einen schönen Tag sowie Abend und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!